So heiß war Leichtathlet Wojciech Szysz noch nie beim Laufen. Knapp 1000 Grad heißes Feuer brennt beim Stunt-Training auf dem Rücken des vierfachen Paralympicsiegers. Szysz traf ruhig und wirft die brennende Decke dann einfach ab. Trotzdem war es ganz schön. Warm. Nein, ein tolles Erlebnis. Also gerade auch der ganze Tag heute, fantastisch. Also wir haben viel mitgemacht, viel Spaß gehabt und mit einem brennenden Abschluss. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hatte rund 20 Athleten wie Frank Rommel, Tim Wiesgötter, Kirsten Bruhn in den Filmpark Babelsberg geladen. Die haben ihre Karriere gerade beendet und sind damit aus der Förderung ausgeschieden. Dieses kleine Event gibt es für die ehemaligen Athleten traditionell am Abend, bevor der Juniorsportler des Jahres geehrt wird, bevor also der Nachwuchs die Plätze einnimmt. Zum Abschied von der Sporthilfezeit gab es ein Stunt-Training mit Abseilen, Stockkampf oder blindem Autofahren. Manchmal freut man sich natürlich auf die Zeit danach und dann hat man auch so ein weites Auge noch, wenn man so zurückguckt, weil es einfach eine geile Zeit war. Und so verabschiedet werden ist schon was Besonderes. Also ich finde es klasse, dass gemacht wird, dass man da nochmal Wertschätzung bekommt. Aber man, wie gesagt, man hat so ein lachendes und so ein weinendes Auge. Besonders groß war der Andrang auf der Tankstelle beim Flammenstunt. Auch wenn schon das Anziehen des feuerfesten Anzugs fast ein Abenteuer ist. Jeder wollte wissen, wie sich Schauspieler fühlen, wenn es für sie richtig brenzlig wird. Einer der eifrigsten Nachwuchs-Stunt-Leute war Wojciech Szysz. Beim Kampf mit Freundin Elena und als rennende Fackel. Noch nie war ein Athletenabschied heißer als dieser. Alter, Alter!